Bonjour, chers amis du Dharma. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue sur notre réunion virtuelle afin que nous puissions tous ensemble approfondir notre connaissance de la bodhicitta. Et comme d'habitude, avant de commencer, je vous demanderai de vous recueillir et de penser aux trois joyaux et ensemble de formuler la prise de refuge et la génération de la bodhicitta et que nous compléterons par une prière au Bodhisattva Manjushri afin qu'il dissipe notre ignorance et nous aide à mieux comprendre le Dharma. Ich wünsche euch wieder willkommen in dieser virtuellen Versammlung, in der wir versuchen, gemeinsam unsere Kenntnisse zu vertiefen von Bodhicitta. Und wie üblich werden wir jetzt wieder gemeinsam uns sammeln und an die drei Juwelen denken, um Zuflucht zu nehmen und auch Bodhicitta zu entwickeln. Und wir werden dies dann vervollständigen mit einem Gebet an Manjushri, um unsere Verwirrung oder unsere Unwissenheit zu klären, um den Dharma besser zu verstehen. Our ignorance and in better understanding the Dharma. Changyur pardo dane chapsuich. Dagi jinsu jibe sunam chir chir sanjin dro parsho. Sanjin chodan suji chonam lai changyur pardo dane chapsuich. Dagi jinsu jibe sunam chir dro lai pen chir sanjin dro parsho. Chomden de jambe yang lai chan tsai lo kange lo dre dre ni dren dre ni dara nam daram sarve chi ni ten gyun chi chen si chi ni che to kare le bam zin a kang da se pe tsun rar ma ri mun tum dong ari chi sarve dro so kan ra po chi tar se yang la tu chu yang ten su Rudra chedro nyo mo nyi lo le chi cha dro dro zi chi ma ri mi su dong ri nyu gu chi ni chun zi ra chi nam den ne ta chi sa chu tar sun yin den li so kyer se tu yu gu. Chudra chudra chu ni jen zi da lu mi su ri njan be yang la tu. Se den chu chi chen ra bu su ri chi da lu ti mo mi ba rap sa ni. Ka dang ten chu shung lu to hua ye lu dru po pe thang wa tsa to sa. Eh bien, nous nous retrouvons à nouveau pour élaborer sur ce sujet très vaste et qui est le sujet de bodhicitta. Also wir finden uns, treffen uns jetzt hier wieder, um dieses sehr weitreichende Thema auszuarbeiten und zu besprechen, das Thema von Bodhicitta. Nous avons vu que la Bodhicitta en essence est l'union de la vacuité et de la grande compassion et que c'est l'intention ou c'est la poursuite, c'est plus précisément, de l'éveil pour le bien de tous les êtres sensibles sans exception. Also wir haben die Bodhicitta in ihrer Essenz gesehen, die nämlich die Vereinigung ist von Leerheit und großem Mitgefühl.
Und das ist dieses Suchen oder sich hinbewegen in Richtung Erleuchtung zum Nutzen aller Wesen, ohne jegliche Ausnahme zu machen. All beings without exception. La bodhicitta comprend donc est une attitude évidemment éminemment altruiste et comprend donc la compassion. Et la compassion implique une compréhension du mal-être inhérent à l'existence conditionnée et aussi afin de pouvoir avoir la compassion, il est absolument nécessaire que nous éprouvions un réel et sincère bienveillance à l'égard des autres êtres sensibles, maitri, que nous avons traduit par le terme amour. Bodhicitta ist eine völlig altruistische Geisteshaltung, die verbunden ist mit Mitgefühl und in Bezug, und zwar Mitgefühl in Bezug auf das große Unwohlbefinden und auch Leiden, das der Existenz von der konditionierten Existenz innewohnt. Und um Mitgefühl entwickeln zu können, ist es notwendig, dass wir aufrichtige, reelle Güte und also Güteempfinden allen Wesen, allen vielen Wesen gegenüber. Und das ist, was wir Maitri nennen, was im Allgemeinen übersetzt wird mit Liebe. Donc, comme il nous faut cultiver l'amour pour pouvoir ensuite réellement développer la bodhicitta, nous avons longuement discuté, enfin assez longuement, discuté lors des dernières sessions, l'amour et surtout comment il faut bien la distinguer de notre désir-attachement qui parfois est confondu avec Maitri. Also es ist notwendig, dass wir Liebe hervorbringen oder entwickeln, um tatsächlich Bodhicitta entwickeln zu können. Da haben wir ja in den letzten Sitzungen lang drüber gesprochen. Und Liebe ist also sehr wichtig zu unterscheiden von Anhaftung und Begierde, die oft verwechselt werden mit Maitri. Pour arriver à éprouver, avoir réellement cette attitude de bienveillance à l'égard des êtres sensibles, eh bien, il faut tout d'abord commencer par la forme la plus désintéressée que l'on est spontanément capable d'éprouver envers un être sensible qui nous est cher, comme notre un parent ou notre mère. Et sur cette base, ensuite, chercher à cultiver cette attitude à l'égard de tous les êtres sensibles sans exception. Und um jetzt fähig zu werden, diese Güte oder diese Liebe allen fühlenden Wesen gegenüber zu empfinden, ist es wichtig, dass wir diese Form von desinteressierter Liebe zuerst mal entwickeln im Bezug auf fühlende Wesen, die uns nahe und wichtig sind. Dass wir fähig werden, zum Beispiel diese Form von desinteressierter Liebe unseren Eltern gegenüber oder unserer Mutter zum Beispiel zu empfinden. Und auf dieser Basis weiten wir dann diese Liebe allen Wesen gegenüber aus, ohne Ausnahmen zu machen. Cet amour désintéressé doit comprendre une certaine impartialité et également l'équanimité.
Und diese desinteressierte Liebe, es ist wichtig, dass sie eine Form von Unparteilichkeit entwickelt, enthält und auch Gleichmut. Maitri, c'est vraiment vouloir le bien de l'autre. C'est vouloir apporter bien-être et bonheur à l'autre, aux autres. Et il y a peut-être un composante, on pourrait dire, qui peut légèrement avoir trait à ce que l'on peut appeler l'attachement, c'est-à-dire on est attaché à apporter le bien-être à l'autre, mais de manière désintéressée, c'est pas pour soi. C'est-à-dire, le bien de l'autre est plus important que son propre bien. Also, wenn es sich um Maitri handelt, dann geht es hier darum, dass wir uns wünschen, dass es den anderen gut geht, dass wir das Wohlbefinden und Glück für andere wünschen. Und dafür ist es sehr wichtig, dass ja in einer gewissen Weise kann ein Teil von Anhaftung mit dabei sein, nämlich die Anhaftung, anderen Glück und Wohlbefinden zu bringen. Und in einer völlig desinteressierten Form. Also es geht hier darum, dass es für den anderen ist und dass der andere wichtig ist als wir und wir kein Interesse dabei für uns selbst haben. Donc, ce n'est pas comme l'attachement ordinaire ou qui est pour soi. D'accord? C'est pas pour soi que l'on fait ça, mais c'est pour l'autre. Donc il y a, on pourrait dire, en prenant le sens d'attacher, c'est-à-dire on est déterminé à apporter le bien-être aux autres. Also es ist eben nicht wie die gewöhnliche Anhaftung, die in der gewöhnlichen Liebe vorhanden ist, wo es für uns selbst um uns selbst geht. Hier geht es um den anderen, es ist für den anderen. Und wenn dieser Aspekt von Anhaftung, der vorhanden ist, dass wir also völlig überzeugt dafür sind und ausgerichtet darauf, dem anderen Glück zu bringen. About the other's well-being. But it is not for ourselves, it is for the other. Donc c'est en ce sens-là qu'on peut parler de, aussi d'équanimité, c'est-à-dire une manière de voir l'équanimité et par rapport à soi-même, c'est-à-dire d'habitude nous ne sommes pas du tout équanimes, nous sommes très, comment dirais-je, partial, très... Je m'explique. Si quelqu'un m'apporte un cadeau, cela me réjouit. Si quelqu'un m'insulte, cela me peine. Si quelqu'un tire profit de moi, je me sens lésé. Si quelqu'un me donne quelque chose, je me sens enrichi. Donc on est partial vis-à-vis des circonstances, vis-à-vis de la manière dont les autres nous traitent. Notre affection, notre bienveillance à l'égard des autres est conditionnée par l'attitude que les autres ont envers nous. S'ils sont sympas avec moi, je suis sympa avec eux, en quelque sorte. Donc ça, c'est l'aspect, c'est-à-dire biaisé. Quand on dit équanime, ici, c'est que quelle que soit la manière dont les autres me traitent, mon attitude de bienveillance et mon intention de leur apporter le bien n'est nullement affectée par cela. C'est-à-dire qu'on me traite avec douceur et bienveillance ou qu'on me traite avec malveillance, cela ne change aucunement à mon attitude. Wenn wir jetzt in diesem Rahmen von Gleichmut sprechen,
dann ist es ein Gleichmut, die uns in Bezug auf uns stattfindet. Normalerweise sind wir überhaupt nicht gleichmütig. Wir sind ständig, wir nehmen immer eine gewisse Haltung ein, den äußeren Umständen entsprechend. Und zwar kann man da folgende Beispiele nehmen. Wenn wir ein Geschenk bekommen, dann freuen wir uns. Wenn uns jemand beleidigt, dann tut es uns weh. Wenn uns jemand ausnutzt, dann fühlen wir uns, wie kann man es übersetzen, verarscht. Wenn uns jemand was gibt, fühlen wir uns bereichert. In diesem Sinne, also parteilich, also nicht gleichmütig, sondern abhängig von den Umständen, abhängig davon, wie der andere, wie die anderen uns behandeln. Und insofern hängt unsere liebevolle Haltung anderen gegenüber von den Bedingungen ab. Und das heißt, wenn jemand nett ist mit mir, es hängt davon ab, ob jemand nett ist mit mir oder nicht. Es ist völlig abhängig von diesen Bedingungen und insofern auch nicht sehr authentisch. Gleichmut bedeutet, dass was immer die anderen tun, wie immer mich jemand behandelt, wir nicht davon beeinflusst sind, dass meine Haltung immer diejenige bleibt, dass ich dem anderen helfen möchte und ihm Gutes wünsche. L'amour désintéressé, en somme, à cette composante d'équanimité, même dans le cas où il s'agit d'un amour limité, c'est-à-dire pas universel. Par exemple, on peut voir cela par rapport à un parent vis-à-vis d'un enfant, un enfant vis-à-vis aussi de son parent. Parfois, par exemple, une mère à l'égard de son enfant endure toutes sortes de difficultés et l'enfant peut faire preuve de gratitude ou d'ingratitude, peu importe, l'amour ne change pas. Et c'est ça, cet amour désintéressé, et qui comprend un certain degré d'équanimité. Donc on peut, à fur et à mesure, avec notre discernement, grâce à la sagesse, accroître cette équanimité. Und so hat diese desinteressierte Liebe diesen Aspekt von Gleichmut, auch wenn sie natürlich noch begrenzt sein kann, wie die Liebe Eltern ihren Kindern gegenüber, Kindern ihren Eltern gegenüber. Zum Beispiel die Mutter in Bezug auf ihr Kind geht ja durch alle möglichen Schwierigkeiten. Und selbst ob das Kind nun dankbar ist dafür oder nicht, die Liebe der Mutter für das Kind ändert sich nicht. Es hat wirklich diesen Grad von Gleichmut. Und so ist es, dass unsere Unterscheidungsfähigkeit, dass wir dank von unserer Weisheit diese Gleichmut immer weiter anwachsen lassen können. Grow this equanimity. Ensuite, un autre aspect, c'est ce qu'on appelle l'impartialité. C'est-à-dire, l'impartialité est très importante, si l'on souhaite que cet amour devienne universel. C'est-à-dire que l'on dépasse toutes nos discriminations. Habituellement, eh bien, nous aimons nos proches. Nous avons parlé auparavant de 9 cercles de relations. Nous discriminons les êtres. Nous les discriminons par le fait qu'ils soient proches de moi ou pas. Mais il y a aussi toutes sortes d'autres formes de discrimination. La discrimination culturelle, raciale, sociale, par espèce, humain, animal, insecte. Nous avons dans notre esprit toutes sortes de discriminations. Il est important d'avoir un amour impartial à l'égard de tous les êtres et donc de dépasser toutes ces discriminations.
Ein anderer Aspekt, der für diese desinteressierte Liebe sehr wichtig ist, ist Unparteilichkeit. Wenn wir also uns wünschen, dass diese Liebe universell wird, dann ist es wichtig, dass wir jede Art von Unterscheidung machen, transformieren, jenseits davon gehen. Normalerweise ist es ja so, dass wir unsere Nahen, die Menschen, die uns nah sind, lieben und andere, die weiter weg sind, nicht das gleiche Gefühle empfinden. Wir haben ja von diesen neuen Kreisen der Beziehungen gesprochen und da machen wir eben Unterschiede zwischen den Wesen. Ob sie jetzt nah sind, uns nah sind oder nicht nah sind. Es gibt aber auch Unterschiede in Bezug auf Kultur, auf Rasse, auf sozialen Stand und so weiter oder welche Spezies das Wesen angehört, ob es jetzt ein Mensch oder ein Tier ist. Also diese Art von Unterscheidung machen. Hier ist es sehr wichtig, dass wir jenseits gehen von diesen Unterscheidungen und allen Wesen in der gleichen Weise die gleiche Wichtigkeit geben. Habituellement, plus un être est proche de moi, plus j'ai tendance à, ou j'aurai plus facilement tendance à l'apprécier, le respecter, l'aimer. Plus une personne elle est éloignée, différente de moi, moins on a tendance à l'apprécier, etc., être plus critique, malveillant. Donc on fait ces distinctions entre amis, ennemis, etc., que nous avons vues auparavant. Donc là, l'impartialité est quelque chose que nous devons absolument cultiver si nous souhaitons pouvoir développer la bodhicitta. Il est impossible de développer la bodhicitta, si je puis dire, avec un état d'esprit partial qui discrimine entre amis, ennemis, etc. Normalerweise ist es ja so, je näher uns jemand ist, desto mehr haben wir Wertschätzung für diese Person und respektieren sie viel leichter und lieben sie, haben leichter das Gefühl, diese Person zu lieben. Und je mehr jemand anders ist als wir, desto einfacher ist es für uns, eine gewisse Art von Kritik zu üben oder auch Abneigung zu entwickeln. Und wir machen dies in dieser Weise Unterschiede zwischen Freunden und Feinden. Und hier ist es sehr wichtig, wenn wir uns wünschen, Bodhicitta zu entwickeln, dass wir diese Unparteilichkeit entwickeln. Es ist unmöglich, Bodhicitta zu entwickeln mit einem parteilichen Geisteszustand, in dem wir Unterschiede machen zwischen Freunden und Feinden. Discriminations, friend, enemy, etc. Ordinairement, nous avons cette attitude. Ou par exemple, on va dire, ah bien, de toutes les espèces, la meilleure espèce, c'est l'espèce humaine, parce que je suis un humain. Et d'entre tous les humains, si je suis occidental, je dirais, ah ben, c'est le fait d'être occidental. Si je suis, je sais pas, européen, c'est les Européens qui sont les mieux. Entre l'Europe, les Français, et puis si je vis en Dordogne, la plus belle région, c'est la Dordogne. Puis le plus beau village, c'est le village ici de Saint-Léon. Et d'entre toutes les familles, ma famille, entre tous les membres de ma famille, bah, c'est moi. Donc ça, c'est l'attitude égocentrée et sa discrimination. Et tout un chacun a ce genre d'attitude. Et donc, il est important de pouvoir dépasser cette attitude. Et donc l'effort pour y arriver, c'est en cultivant surtout cette impartialité. Also wenn wir jetzt unsere gewöhnliche Geisteshaltung anschauen, können wir zum Beispiel ein Beispiel geben, dass unter allen Arten von Wesen natürlich die menschliche Art die beste ist und unter den Menschen ist es, wenn ich also Westen geboren bin, dann ist der Westen am besten und im Westen, was ist da am besten? Das ist also, ich bin Europäer, also das Europa ist am besten und in Europa, was ist da am besten? Wenn ich Franzose bin oder Französin, dann natürlich Französisch sein am besten und in Frankreich
Ja, die beste Region ist natürlich die Dordogne und in der Dordogne ist das schönste Dorf oder der Ort Saint-Lion-sur-Isère. Und da ist der beste Ort natürlich meine Familie und in der Familie ist das Wichtigste und Beste bin ich. Das ist im Allgemeinen unsere Geisteshaltung, die Unterschiede macht und hier ist es also wirklich sehr wichtig, dass wir diese Geisteshaltung jenseits von ihr gehen, dass wir Anstrengungen machen, um Unparteilichkeit zu üben. Voir clair une distorsion de la réalité. Ça ne co correspond pas du tout, combien même je suis très attaché à mon illusion, ça ne fait jamais de cette illusion une réalité. C'est absolument faux que je suis le meilleur, que cette région est la meilleure, etc. Tout ça, c'est une vision complètement biaisée qui ne correspond pas du tout à la réalité. Und hier können wir natürlich feststellen, dass es eine völlige Verdrehung ist von der Realität, denn es entspricht der Realität nicht. Wir haben Anhaftung an unsere eigene Illusion, aber diese entspricht überhaupt nicht der Realität. Es ist völlig falsch. Ich bin natürlich überhaupt nicht die oder der Beste und die Region, in der ich wohne, ist auch nicht die Beste. Es ist eine völlig verdrehte Sichtweise der Realität, die nicht der Realität entspricht. Nous pouvons, par exemple, imaginer peut-être qu'il y a un endroit, une situation qui est la meilleure. Parfois, on est dans cette attitude, on déplore notre situation, on pense que c'est pas très bien, on veut aller quelque part ailleurs, trouver quelque chose de mieux. On s'imagine relativement, évidemment, on peut faire certainement certaines distinctions, mais ultimement, toutes ces discriminations sont toutes biaisées. La réalité est que il n'y a aucune différence entre tous les êtres sensibles. Nous sommes tous égaux en ce sens que nous souhaitons tous le bien-être et nous craignons tous la douleur. Manchmal können wir uns natürlich eine bessere Situation vorstellen als da, wo wir gerade sind, also einen besseren Ort oder eine bessere Situation. Und wir hoffen, dass es woanders besser wäre und wünschen uns, woanders hinzugehen. Diese Unterschiede können natürlich im Relativen geschehen, aber auf höchster Ebene, wenn wir schauen, ist es nicht der Realität entsprechend. Die Realität, dass es keine Unterschiede gibt zwischen den Wesen. Alle wünschen sich Glück und alle Wesen haben Angst und vor Leiden oder Schwierigkeiten. Donc il nous faut, afin, si je puis dire, afin de d'arriver à cultiver cette impartialité, il nous faut dépasser nos biais cognitifs, notre biais égocentré et essayer de voir la réalité. Et plus nous comprenons la réalité, plus nos attitudes partiales et discriminantes peuvent être dissipées. Und um jetzt diese Unparteilichkeit entwickeln zu können, ist es wichtig, jenseits zu gehen von dieser verdrehten Kenntnis oder von dieser verdrehten Sichtweise und auch unserer Egozentriertheit. Und es ist wichtig, dass wir versuchen, die Realität für das zu sehen, was sie ist. Wenn wir wenn wir die Realität so verstehen, wie sie ist, können wir die Geisteshaltung von Parteilichkeit und Unterschiede machen. Aufgeben und tatsächlich frei davon werden. Plusieurs manières d'y parvenir, mais c'est surtout en observant la réalité. Donc, on peut tout simplement observer qu'en fait, les êtres sensibles sont tous égaux en tant qu'êtres sensibles, d'une part, d'autre part,
tous les êtres sensibles ont ce potentiel d'éveil, sont dans leur sont ultimement, si je puis dire, pas différents d'un Bouddha, relativement ou fictivement, si je puis dire. On peut faire des distinctions. Les êtres nous apparaissent certains comme agréables, d'autres nous sont désagréables, mais ces distinctions sont le fruit de leur confusion, ne sont pas le fruit de leur nature. C'est pas la nature de ces êtres sensibles, c'est dû aux circonstances, aux conditions, et ne représentent pas leur réalité ultime. Donc, en ce sens, si on voit cette égalité entre tous les êtres sensibles, on peut devenir réellement impartial et avoir à leur égard également, de manière égale, si je puis dire, cette bienveillance. Und wenn wir jetzt die Realität genau betrachten, dann können wir sehen, dass alle fühlenden Wesen sich gleich sind und dass sie gleich sind im Sinne dessen, dass sie alle das Potenzial haben für Erleuchtung und im höchsten Sinne nicht anderes sind als Buddhas. Und es ist nur im fiktiven Erkenntnis in der relativen Wahrnehmung, dass wir Unterschiede erkennen, dass manche Wesen angenehmer sind, andere Wesen unangenehmer sind. Und diese Dinge entstehen nicht aus ihrer wahren Natur, sondern einfach aus ihrer Verwirrung, die verbunden ist mit verschiedenen Umständen und verschiedenen Bedingungen. Aber dies ist nicht ihre höchste Realität. Es besteht und es entsteht dann wirklich Gleichmut allen Wesen gegenüber und diese Unparteilichkeit entsteht. En somme, est le contraire de la discrimination. Cette impartialité et équanimité sont tous deux le contraire de la discrimination, c'est-à-dire de l'attirance, de l'aversion. Il ne faut pas confondre cela avec l'indifférence. Il ne s'agit pas d'être indifférent. Cette équanimité comprend la bienveillance. C'est un état d'esprit, évidemment, qui est dans sa nature la sérénité, qui est libre, en fait, de l'attachement au soi, l'orgueil, et libre de différents biais, et permet pour celui qui la cultive aussi, non seulement de pouvoir être bienveillant et bénéfique à tous les autres, mais également permet à lui-même d'être dans la sérénité et la paix en toutes circonstances. Dieser Gleichmut und diese Unparteilichkeit ist das Gegenteil davon, Unterschiede zu machen, was zur Anziehung oder zur Abneigung führt. Und diese Gleichmut sollte jetzt nicht verwechselt werden mit Gleichgültigkeit, denn in diesem Gleichmut befindet sich auch Güte, befindet sich auch Liebe. Und die Natur von diesem Gleichmut ist Leichtigkeit, ist innerer Frieden, frei von Anhaftung an sich selbst, frei von verquerten Sichtweisen, frei von Stolz. Und die Person diejenige, die dies entwickelt, ist auf der einen Seite fähig, wirklich nützlich anderen gegenüber zu sein und mitfühlend, und für sich selbst entsteht innerer Frieden und Leichtigkeit. De cette étape, une méthode en sept étapes pour cultiver la bodhicitta. La première étape est
de reconnaître tous les êtres sensibles comme sa mère. Donc, on peut dans un premier temps juste se focaliser sur sa mère, sur l'être qui nous est était le plus bénéfique, qui nous est le plus cher. Ensuite, étape 2, se rappeler tous les bienfaits qu'ils nous ont apportés. Puis ensuite, cultiver la gratitude à l'égard de cela. Et cela mène à vouloir le bonheur de cette personne plus que la sienne propre, ce qui est maitri, et ce qui mène ensuite à la compassion, à vouloir dissiper la souffrance de l'autre. Et ensuite, l'intention désintéressée, c'est-à-dire vouloir poursuivre plus que de manière désintéressée, poursuivre le bien des autres de manière complètement désintéressée. Et cela amène à la possibilité de générer la bodhicitta. Wir haben über 7 Schritte gesprochen in dieser Methode, Bodhicitta hervorzubringen. Zuerst geht es darum, in allen Wesen zu sehen, dass sie wie unsere Mütter waren, im Sinne von, dass wir die gleiche Güte uns gegenüber mitgebracht haben, indem wir uns also fokalisieren auf unsere Mutter und sehen, wie sie uns geholfen hat. Es entsteht in uns zuallererst Dank allen Wesen gegenüber, weil wir sehen, dass alle Wesen unsere Mütter waren. Dann als nächstes, aufgrund dieses Dankes entsteht in uns dieser Wunsch, dass die Mutter oder die Wesen Glück empfinden wir mögen, glücklich sein mögen, und das ist wichtiger als wir selbst. Das ist, was wir Maitri nennen, und auf der Basis von Maitri. Also das heißt, wir wünschen ihnen Glück mehr als unser eigenes Glück. Und es auch auf dieser Basis entsteht dann Mitgefühl, nämlich der Wunsch, dass wir ihr Leiden, dass sie von ihrem Leiden befreit werden oder wir ihr Leiden befreien, sie von ihrem Leiden befreien mögen. Und auf dieser Basis entsteht dann eine desinteressierte Absicht, nämlich den Wunsch, wirklich Nutzen auszuüben für alle Wesen. Das ist eigentlich der einzige Wunsch, den wir haben. Das ist auf dieser Ebene, auf dieser Basis entsteht dann Bodhicitta. Ein Prozess progressiv. On peut simplement voir l'égalité entre tous les êtres sensibles et ensuite en contemplant le fait que tous les êtres ont été liés à nous infinité de fois, voire qu'ils sont en fait tous des mères, peut-être pas de cette vie, mais de d'autres vies, transposer l'amour que l'on éprouve spontanément à l'égard de notre mère dans cette vie, on peut arriver à le transposer à tous les autres êtres sensibles. Und dieser Prozess ist also progressiv, das heißt, wir können wahrnehmen die Gleichheit aller Wesen, aller fühlenden Wesen. Und dass wir verbunden waren und dass wir mit allen Wesen unendliche Male verbunden waren, dass alle Wesen miteinander unendliche Male verbunden waren, wie Mütter mit ihren Kindern. Und in diesem Leben also entwickeln wir zuerst diese Liebe und Dankbarkeit unserer Mutter gegenüber. Es werden uns dann gewahr, dass wir mit allen Wesen der gleichen Weise in verschiedenen Leben verbunden waren und weiten das dann aus auf alle Wesen in diesem Sinne. Diese Liebe, die daraus entsteht. Sincèrement, véritablement, chérir tous les êtres plus que soi-même. In
In this way we can. In dieser Weise werden wir wirklich und aufrichtig fähig, dass alle Wesen für uns wichtiger sind als wir selbst. Tous les êtres sensibles ont fait preuve d'un immense, sont déjà de par leur nature capables d'un immense bienveillance. Et nous avons été une infinité de fois réceptacles, bénéficiaires de leur bienveillance. Donc, en pensant à cela, naturellement, la gratitude va s'élever. Et quand la gratitude s'élève, eh bien, l'attitude qui suit est celle de maîtrise, c'est-à-dire l'on veut en quelque sorte rendre ce qui nous a été donné. On veut faire autant qu'on a fait pour soi. Alle fühlenden Wesen haben diese Natur der Fähigkeit von sehr großer Güte. Und wir haben, wir waren unendliche Male der Empfänger oder die Empfängerin von dieser Güte. Und wenn wir dies sehen, dann entsteht in natürlicher Weise Dankbarkeit in uns und daraus entsteht die Haltung von Maitri, nämlich dass wir den Wunsch haben, in einer gewissen Weise diese Güte zurückzugeben. Es wurde so viel für uns getan und wir wünschen, das zurückzugeben. On veut spontanément, on veut apporter le bien à l'autre, on veut le bonheur de l'autre. Et quand il y a cela, évidemment, quand on voit en fait la situation réelle dans laquelle sont les êtres sensibles, c'est-à-dire qu'ils sont assujettis au mal-être sous ces trois formes, que nous avons vu tout au début, le mal-être qui est la douleur physique et psychique, le mal-être dû au changement, ne pas obtenir ce que l'on aime disparaisse, ne pas obtenir ce que l'on veut et que ce qu'on ne veut pas nous arrive. Que tous les plaisirs se dissipent. En fait, tout ce que nous saisissons comme étant plaisant ou déplaisant chez les êtres ne sont que la manifestation de leurs conditions, fruits de leurs actes, fruits de leurs afflictions, et ceci même s'appuie sur leur confusion. Et donc, au-delà de cela, enfin, fondamentalement, ils ne sont pas différents de moi-même, ils ne sont pas différents de ma mère. Donc, en considérant cela, on peut dépasser toutes nos discriminations et avoir une attitude impartiale et égale. Empreint de maîtrise, de bienveillance. Und so ist es dann so, dass wir auf ganz natürliche Weise uns wünschen, anderen Gutes zu tun und Gutes zu bringen. Die Tatsache ist, und wir sehen, dass alle Wesen, fühlenden Wesen, Unwohlsein oder Schwierigkeiten unterliegen. Wir hatten ja die drei Arten von Leiden gesehen und betrachtet in einer anderen Sitzung. Nämlich die erste, gröbste Ebene des Leiden von wirklichen Leiden, also physischen und psychischen. Und dann die zweite Verbindung mit Veränderungen, das, was wir uns wünschen zu erreichen, das, was wir
mögen, dass es verschwindet und dass das uns geschieht, uns geschieht. Jetzt muss ich gleich Dodi übersetzen, weil hier ist es nämlich unterbrochen. Und die dritte Art von Leiden ist die dem der existenziellen bedingten Dasein innewohnt. Und wir sehen, dass alle Wesen diesem unterliegen. Und wir können auch sehen, dass alles, was wir sehen an angenehm und unangenehm in anderen, dass nur das Resultat ist von Handlungen und Emotionen und Verwirrung. Und wenn wir dies sehen, dann können wir sehen, dass alle führenden Wesen nicht anders sind von uns, anders als wir, und dass sie alle unsere Mütter waren. Und wenn wir all dies sehen, dann entsteht eine unparteiliche, equanime Haltung. Und das ist, was genannt wird, Maitri, gefüllt und voll ist von Güte. Ja, alors, nous pouvons ainsi voir qu'en fait, quand on observe la réalité, on observe les êtres, qu'en fait, au-delà de nos discriminations, qu'il n'y a pas de différence entre tous les êtres sensibles. Et que ces êtres sensibles, pour lesquels nous éprouvons donc de la bienveillance spontanément en voyant leur qualité, eh bien, comprenant qu'aujourd'hui ils sont sujets à la souffrance, nous éprouverons spontanément la compassion, c'est-à-dire l'intention de les libérer de cette souffrance. Donc, pour donner un peu une image, la compassion, c'est, on peut imaginer, par exemple, un parent, un enfant qui ont été séparés pendant très longtemps et ils se retrouvent. Le parent va évidemment spontanément éprouver de la joie à voir son enfant et va vouloir que le bien-être de son enfant, cette attitude de maîtrise. Mais quand il voit son enfant est en fait blessé, malade, souffrant, eh bien, la compassion va naître dans son esprit, c'est-à-dire qu'au péril même de son propre confort, il fera tout ce qu'il peut pour venir en aide à l'être qui lui est cher et l'aider. Ça, c'est donc le sens de la compassion, sens ordinaire. Et donc ici, la grande compassion, c'est cette compassion qui est éprouvée à l'égard de tous les êtres sensibles sans exception et qui souhaite dissiper la souffrance de tous les autres êtres sensibles avant, c'est-à-dire dissiper la souffrance des autres êtres sensibles plus important que son propre confort. Und wenn wir jetzt die Realität betrachten, dann können wir sehen, dass es jenseits von unserer eigenen Unterschiede machen, dass es eigentlich keine Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen führenden Wesen. Und dann entsteht in uns wirkliche Güte allen Wesen gegenüber und wir können auch die Qualitäten all dieser Wesen sehen. Wenn wir sehen, dass sie heute im Moment sich in Schwierigkeiten und Leiden befinden, dann entsteht Mitgefühl und der Wunsch dieser Geisteshaltung, wirklich alle von diesem Leiden zu befreien. Wenn man jetzt ein Beispiel dafür bringt, ist von Mitgefühl, wenn Eltern und ihre Kinder und ein Kind lange Zeit getrennt waren und die Eltern das Kind wieder
treffen und erkennen, dass das Kind sich in Schwierigkeiten befindet, krank ist oder verletzt ist, dann entsteht automatisch dieses Mitgefühl, dieser große Wunsch, das Kind von diesem Leiden zu befreien, egal was es braucht und was es an Energie braucht, auch wenn der eigene Komfort dabei verloren geht. Und die große Mitgefühl ist, dass dies dann sich ausbreitet auf alle fühlenden Wesen aus, ohne Unterschiede. Dass wir den Wunsch haben, das Leid, die Wesen vom Leiden zu befreien, auch wenn dies unsere eigene Ruhe und Komfortzone in, zurückstellt. Si je puis dire, c'est ce qui nous rend la souffrance de l'autre insupportable. La souffrance de l'autre est quelque chose que l'on ne peut pas à laquelle on ne peut pas rester indifférent. Ça, c'est somme la compassion. Et puis l'intention qui est subséquente est une sorte de volonté, si je peux dire, qui vise au soulagement de la souffrance d'autrui, et cela même au péril de son propre bien-être. In der Essenz ist es, dass Mitgefühl sich so ausdrückt, dass das Leiden von anderen für uns unerträglich wird und uns nicht gleichgültig lassen kann. Und wir haben dadurch dann diese Absicht und den wirklichen Willen, sie zu erleichtern von ihrem Leiden, andere zu erleichtern von ihrem Leiden, auch wenn das unser eigenes Wohlbefinden in Gefahr bringt. Personal Wellbeing. Und là, la différence, si je puis dire, avec l'amour, c'est que l'amour prend pour objet les êtres sensibles qui ne connaissent pas le bien-être et on veut leur apporter le bien-être. Et la compassion prend pour objet les êtres qui souffrent et on veut les libérer de cette souffrance. Donc on voit aussi la relation entre les deux. Sans l'amour, il n'y a pas de compassion. Et la compassion comprend l'amour. C'était pas clair. C'était trop subtil pour moi. L'amour prend pour objet, alors pour distinguer les deux, s'il faut distinguer les deux, l'amour a pour objet, c'est-à-dire l'amour est éprouvé à l'égard des êtres qui ne connaissent pas le bien-être et auxquels on veut apporter le bien-être. Donc l'amour vise à apporter le bien-être aux autres. Bon. Et la compassion vise à soulager la souffrance des autres. Donc, on ne souhaite soulager la souffrance de l'autre que si on aime cet être. Et donc, si on a la compassion, on a spontanément aussi l'amour. Enfin, c'est un peu ces deux aspects de cette attitude, d'une attitude altruiste, mais qui se focalise sur deux circonstances un peu différentes. Deux aspects un peu différents. Wenn wir jetzt den Unterschied erklären wollen zwischen Liebe und Mitgefühl, dann ist es so, dass Liebe sich bezieht auf das Wohlbefinden von Wesen. Das heißt, wenn wir sehen, dass die Wesen sich nicht in Glück befinden, dann wünschen wir ihnen Glück zu bringen. Und Mitgefühl bezieht sich auf das Leiden von Wesen. Und wenn wir erkennen, dass sich Wesen in Leiden befinden, wünschen wir uns, sie von Leiden zu befreien. Um jetzt aber den Wunsch zu haben, andere von Leiden zu befreien, ist es notwendig, dass wir Liebe und Güte ihnen gegenüber empfinden, sonst ist es nicht möglich. Das heißt, ohne Liebe gibt es kein Mitgefühl und in Mitgefühl befindet sich Liebe. Und sind quasi zwei Aspekte von einer altruistischen Geisteshaltung, die sich eben auf zwei verschiedene Bedingungen bezieht. Also die eine, nämlich Liebe in Bezug auf Glück und Mitgefühl in Bezug auf Leiden. Also Liebe in Bezug Glück bringen und Mitgefühl in Bezug von Leiden befreien. Donc la nature, si je puis dire, de la compassion
est caractérisé par un très grand courage. C'est-à-dire, il n'y a pas de crainte pour soi. Qu'est-ce qui nous empêche souvent d'aller et de faire des choses pour les autres? C'est notre avarice, notre attachement à notre confort. Donc, en fait, dans la compassion, il n'y a pas d'attente ou d'envie pour soi. C'est complètement altruiste et il se caractérise dès lors par un par le véritable courage, c'est-à-dire l'autre est mis en avant. On est prêt à... Comment dire, le courage, c'est l'absence de crainte pour soi. Die Natur von Mitgefühl ist großer Mut. Das heißt, wir haben keine Sorge oder Angst für uns selbst, was uns normalerweise daran hindert, diesen anderen zu helfen, ist, dass wir eine Art von Geiz haben oder eine Geisteshaltung oder Anhaftung an unserem persönlichen Wohlbefinden oder Komfort. Und in großem Mitgefühl, da gibt es keine Erwartung für uns selbst, nichts. Der andere ist wichtiger als wir selbst. Das ist eine völlig altruistische Haltung. Das ist diese große Mut, wo wir keine Sorge um uns selbst mehr haben. L'absence de bienveillance, l'indifférence, le fait d'être intéressé pour soi, ça c'est le, en quelque sorte le contraire. Puis surtout, l'opposé de la compassion, c'est évidemment la cruauté, la violence, qui sont l'expression de l'égoïsme. Und eine Abwesenheit oder das Gegenteil jetzt von Güte und Liebe ist ungleich. Ist Gleichgültigkeit, das heißt, nur an sich selbst interessiert zu sein. Und das Gegenteil von Mitgefühl ist Gewalt und der aus Egoismus entsteht. Grausamkeit und Gewalt, der aus Egoismus entsteht. Parle de la compassion. Beaucoup de personnes ont l'impression qu'il faut être accablé par la peine. En voyant la souffrance d'autrui. Et donc, il y a ici un aspect de... d'ailleurs, c'est un peu ce que l'on retrouve d'ailleurs dans l'étymologie en français, compassion, quelque part de souffrir avec. Il y a presque une connotation d'être accablé, être dans la peine. Und oft, wenn wir über Mitgefühl sprechen, haben wir das Gefühl, quelque peu corrompu. C'est un peu comme avec l'amour. On peut le confondre avec le désir-attachement. Ici, on peut... la compassion peut, peut prendre cette forme qui n'est pas, en fait, à proprement parler, la compassion telle qu'il nous faut la développer. Cette compassion reste quand même un état d'esprit qui est caractérisé par la sérénité. Wo sind wir jetzt? Oft, wenn wir über Mitgefühl sprechen, oh, das fragt sie ihn nochmals. On dirait en anglais, attendez, je réfléchis. Often when we also oft wenn wir über Mitgefühl sprechen,
dann denken wir, das beinhaltet, dass wir völlig niedergeschlagen sind oder uns selbst leiden, wenn wir das Leiden von anderen sehen. Und das finden wir auch in dem Ausdruck, zum Beispiel im Französischen, aber auch im Deutschen, nämlich Mitleid. Also mit, es ist wie, wäre dann wie, also mitleiden mit dem, was andere empfinden. Aber das ist eine verdrehte Form von Mitgefühl. Das ist nicht die Art von Mitgefühl, die wir versuchen zu entwickeln. Also nicht Mitgefühl zu verwechseln mit Mitleid, genauso wie wir Liebe nicht verwechseln sollten mit Anhaftung und Begierde. Caractérisé par l'ego, par l'attachement et par le soi. Et c'est ce qu'on associe le plus avec l'amour au sens général. On a vu qu'il y avait, mais c'est que c'était la forme corrompue. De la même manière avec la compassion, si la compassion comprend cet élément d'attachement, d'ego, eh bien, il peut se manifester sous la forme de cet accablement ou cette agitation de l'esprit intérieur où on souffre psychologiquement, on est dans un état d'esprit de très grande peine. Also Mitgefühl, wahres Mitgefühl ist innerer, gekennzeichnet von innerem Frieden und innerer Leichtigkeit. Es ist, wir haben ja darüber gesprochen, wie Liebe, gewöhnliche Liebe, charakterisiert ist von Anhaftung, auch in Bezug auf sich selbst. Und gewöhnliches Mitgefühl kann genauso eben sich so ausdrücken, dadurch, dass sich Anhaftung ans Ego mit hineinmischt, dass ein inneres Aufgewühltsein entsteht im Anbetracht von Leiden anderer und dass wir völlig niedergeschmettert sind und psychisch mitleiden. Das ist aber nicht die Art von Mitgefühl, die wir versuchen zu entwickeln. Ja, bien sûr, de la tristesse dans le fait de voir la souffrance des autres êtres sensibles. Mais ce n'est pas une tristesse qui nous accable de telle sorte à, qui nous fait avoir peur. Parfois, voir la souffrance oui, nous accable de telle sorte qui nous rend, comment dirais-je, qui nous met dans la crainte et nous empêche d'être généreux, de pouvoir donner. Donc il n'y a pas cette forme d'agitation, il y a au contraire une sérénité, un courage qui caractérise la compassion. Sous sa forme corrompue, il y a des choses comme là. C'est à l'action. Und natürlich in wahrem Mitgefühl befindet sich eine Form von Traurigkeit, wenn wir das Leiden anderer fühlenden Wesen fühlen. Aber das ist nicht eine Traurigkeit, die uns völlig niederschmettert. Und manchmal ist es ja so, dass wenn wir das Leiden anderer sehen, dass dann innere Ängste entstehen in uns und großes inneres Leiden für uns selbst. Und das ist etwas, was uns daran hindert, dann etwas für andere zu tun. Also wirkliches Mitgefühl ist frei von dieser Art von innerem Aufgewühltsein und voller Mut und innerer Klarheit und innerem Frieden. Das gewöhnliche Art von Mitleid ist ein Hindernis, um zu handeln. Au regard de la souffrance des autres, évidemment la compassion, mais également à l'observation de du bien-être des autres, il y a la joie. Souvent, quand on se place sur l'attitude égocentrée,
quand on voit le bien-être de l'autre, il y a la jalousie, le mécontentement qui s'élève. Au contraire, si on a cette attitude de bienveillance, de maîtrise, eh bien, quand on observe le bien-être de l'autre, la réussite de l'autre, eh bien, il y a une réelle joie, un contentement, une satisfaction qui s'élève et qui est aussi de la nature de la sérénité, c'est-à-dire c'est pas l'exultation excessive comme quand je sais pas quand son équipe de football gagne. Yes, there is. Also entstehen Liebe und Mitgefühl, wenn wir das Leiden von den anderen sehen. Aber zusätzlich dazu ist auch, dass wenn wir das Glück von anderen erkennen, dann ist Freude. Wenn wir im Allgemeinen Freude anderer sehen und wenn wir eine Form von Egozentriertheit in uns haben, dann entsteht oft in uns eine Form von Eifersucht oder Unwohlsein. Wenn wir Metri und Güte haben, dann wenn wir den Erfolg anderer sehen und das Glück anderer sehen, dann entsteht in uns Zufriedenheit, Freude. Und das hat die Natur von innerem Glück und innerem Klarheit. Es ist nicht die Art von völlig aufgewühlt zu sein, wenn uns unser Fußballteam gewinnt. Es ist nicht damit zu vergleichen. Essentiellement, afin de pouvoir cultiver la bodhicitta, il est très important que nous développions cette attitude altruiste qui comprend évidemment l'amour, la compassion et une attitude désintéressée, vouloir œuvrer pour le bien des êtres de manière désintéressée. Und jetzt, wenn wir die Essenz betrachten, um Bodhicitta hervorbringen zu können, ist es wichtig, dass wir diese altruistische Einstellung von Liebe und Mitgefühl entwickeln. Und zwar diese Haltung, die desinteressiert ist und einfach nur dafür da ist, dass wir den Wunsch haben, für andere da zu sein und für andere zu arbeiten, für Glück zu arbeiten. Et une des méthodes très importantes pour faire naître la compassion, évidemment, de s'appliquer à observer la réalité insatisfaisante des êtres. Donc, d'observer la douleur, la souffrance, la confusion, les afflictions. Donc, plus on voit cela naturellement, l'intention de vouloir les aider, l'attitude désintéressée va accroître. A very important method. Eine sehr wichtige Methode dafür ist, um dieses Mitgefühl zu entwickeln, ist, dass wir uns Zeit nehmen, die Realität, die unzufriedenstellende Realität der Wesen zu beobachten und um die verschiedenen Formen von Leiden zu erkennen, den Schmerz, die verschiedenen emotionellen Zustände, die Verwirrung. Und je mehr wir das sehen, umso mehr ist der Wunsch da, anderen zu helfen. Und umso mehr entsteht diese desinteressierte innere Haltung für andere. Donc il s'agit, comme je vous ai dit auparavant, d'essayer de développer une attitude impartiale qui ne fait pas de discrimination entre les êtres.
Et il faut arriver à, en fait, progressivement avoir la même attitude que l'on a vis-à-vis de soi que vis-à-vis des autres êtres sensibles, c'est-à-dire pas faire de discrimination entre soi et les autres. Nous tous, nous souhaitons être libres de souffrance, nous tous souhaitons être, à connaître le plaisir et la joie, donc nous devons essayer dans notre vie d'accomplir aussi bien son propre bien que le bien des autres. Parce que, en fait, en somme, dans la réalité, il n'y a pas de différence. Et tout autant qu'il est valable pour nous de chercher à éviter la douleur, nous cherchons chaque fois à éviter la douleur, il faut aussi de même chercher à éviter la douleur pour les autres êtres sensibles. Parce que la douleur, c'est notre ennemi commun. La souffrance, c'est notre ennemi commun à tous. Donc, de tout cœur, essayer de ne pas faire de discrimination entre ma souffrance, souvent la souffrance des autres, je m'en fous, et je suis que concerné par ma propre souffrance. Donc, essayer de dépasser cette discrimination. La réalité, c'est que nous sommes tous égaux, nous sommes tous pareils, il n'y a pas de différence. Nous aimons tous le plaisir, nous détestons tous la douleur et la souffrance. Et donc, c'est normal que dans nos actions, quoi que nous fassions, que nous prenions ça en compte. Ça, c'est vraiment, je pense, très important. C'est évidemment l'essence de la pratique du grand véhicule. Mais même si... on ne vise pas à l'éveil ou que cela n'est pas, même si on ne s'inscrit pas dans une perspective bouddhique, si je puis dire, c'est quelque chose que tout un chacun peut comprendre, et si tout un chacun peut mettre ça en pratique, eh bien, cela contribuerait grandement à rendre le monde meilleur pour tous. Und es handelt sich nun darum, diese völlig unparteiliche Geisteshaltung zu entwickeln, die keinen Unterschied macht zwischen den Wesen. Und es ist also sehr wichtig, dass wir die gleiche Haltung anderen gegenüber entwickeln, die wir auch selbst für uns selbst haben, dass wir keine Unterschiede machen zwischen dem, wie wir uns für uns selbst betrachten, in Bezug auch auf andere. Wir haben alle den gleichen Wunsch. Wir haben den Wunsch, Freude und Glück zu empfinden und wir versuchen im Leben insofern in dieser Weise sowohl unser eigenes Glück zu entwickeln als auch das für andere. In der Wirklichkeit gibt es wirklich keine Unterschiede zwischen uns und anderen. Und genauso wie es auch für uns gültig ist, dass wir Leiden verhindern wollen, genauso wichtig ist es auch, dass wir für andere Leiden zu verhindern. Also es ist wichtig, dass wir keine Unterschiede machen. Nicht diesen Unterschied, den wir oft machen können, dass mein Leiden wichtiger ist als der Leiden anderer, dass ich mich um mein eigenes Leid kümmere, aber dass ich mich nicht betroffen fühle vom Leid von anderen. Es geht hier wirklich darum, uns diese innere Haltung zu entwickeln, dass wir alle gleich sind, dass es keine Unterschiede gibt, dass wir alle Angenehmes suchen und dass wir alle Leiden verhindern wollen. Und in allen unseren Handlungen sollten wir uns dessen gewahr sein und dies beachten. Das ist die Essenz selbst von der Praxis im großen Fahrzeug. Und selbst wenn wir vielleicht nicht unbedingt vorhaben, erleuchtet zu werden, wenn das noch nicht unsere Ausrichtung ist, auch wenn wir vielleicht nicht in der Perspektive von Buddhismus wirklich stehen, was wir alle verstehen können, ist, wie wichtig es ist, diese Unparteilichkeit zu üben. Und wenn wir das tun, dann wird diese Welt eine bessere sein für uns alle.
We can make the world a better place. on peut faire du monde un meilleur endroit, peut-être. Alors, la très bonne nouvelle, si je puis dire, évidemment, nous parlons beaucoup de compassion et on a l'impression que, on peut avoir l'impression qu'il s'agit d'être dans une très grande tristesse, simplement, mais vu la souffrance qu'il y a dans le monde, évidemment. Mais en réalité, il y a aussi une très grande joie qui est présente dans l'aspect de la bodhicitta. Tout d'abord, par le fait que il y a cette compréhension de l'éveil, la possibilité de l'éveil. C'est-à-dire que, en fait, la souffrance n'est pas une fatalité, quelque chose à laquelle on ne peut pas, une chose de laquelle on ne peut pas s'affranchir. C'est pas du tout ce cas. C'est pas du tout le cas. Notre nature véritable est sérénité, liberté. Et donc, aussi en comprenant la nature des êtres sensibles, on peut, tout comme par exemple, je ne sais pas, si on a un enfant qui souffre, mais on sait qu'il a la capacité de s'en sortir, il y a, la peine est amoindrie. Et par exemple, peut-être, je ne sais pas, vous avez un enfant qui est malade, mais le pronostic est bon, il peut guérir. Donc, on n'est pas accablé par cette souffrance. On sait qu'on peut dissiper la souffrance du monde. C'est quelque chose qui est véritablement à notre propre portée. On peut dissiper notre propre souffrance. On peut également contribuer à dissiper la souffrance des autres êtres sensibles. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une punition ou quelque chose qui ne dépend pas de nous. Donc, il y a une très grande joie également qui est présent dans ce qu'on appelle la bodhicitta. Wir können in diesem Sinne aus der Welt einen besseren Ort machen. Und die gute Nachricht ist, dass wenn wir über Mitgefühl sprechen, dass, da könnten wir den Eindruck haben, dass wir jetzt viel Traurigkeit verbunden ist damit, wenn wir das Leiden der Welt betrachten. Und natürlich ist dies vorhanden, aber da ist auch große Freude enthalten in Bodhicitta. Denn wir haben dieses Verständnis, dass es die Erleuchtung möglich ist und dass das Leiden keine Fatalität ist. Das Leiden ist nicht etwas, von was wir uns nicht befreien können, denn die wirkliche Natur von uns allen ist, die Wahrheit ist, inneres Glück und Frieden. Und es ist so, wie wenn unser Kind leidet und wir wissen aber, es ist fähig, frei zu werden von diesem Leiden und dadurch wird unsere eigene Traurigkeit oder eigenes Leiden über das Leiden des Kindes auch verringert. Das Kind ist krank, aber es kann gesund werden und insofern gibt es keinen Grund, völlig niedergeschmettert zu sein, denn wir wissen, ist möglich, dieses Leiden zu befreien. Also wenn wir wissen, dass wir unser eigenes Leiden befreien können, wir haben diese Fähigkeit, wir haben auch die Fähigkeit, das Leiden der anderen zu befreien. Es ist keine Fatalität, unabhängig wäre, sondern wir können, dies ist möglich und so entsteht große Freude in Bezug auf Bodhicitta. C'est pourquoi dans la perspective du bouddhisme, cette compassion n'est pas quelque chose qui est juste de la nature de la peine, mais en fait une nature de, on pourrait dire presque de l'espoir, enfin, plus que de l'espoir, on voit la possibilité de réellement d'éliminer la souffrance des autres êtres sensibles. Et c'est un engagement vers ce but, de réaliser ce but. Donc la bodhicitta, c'est une application dans
à réaliser la fin de la souffrance de tous les êtres sensibles. Donc ça vient évidemment de la compréhension non seulement de la souffrance, mais quelle est véritablement l'origine de la souffrance, et aussi comprendre qu'il y a une possibilité d'un au-delà de cette souffrance. Et en ce qui concerne le Bodhisattva, cela lui donne tant de courage, ça l'intéresse plus cela que simplement lui d'être libre de souffrance. Und es gibt also auch einen sehr großen Mut, der sich damit eingeht. Denn wir sehen diese Lösung für all die Probleme. Wir verstehen, dass in der buddhistischen Perspektive gibt es natürlich auf der einen Seite diesen Aspekt von Leiden, aber es gibt auch diese große Freude, es gibt dieses Ausgerichtetsein auf das Ziel, nämlich sich anstrengen darin, alle Wesen von Leiden zu befreien. Und der Bodhisattva hat diese Art von Mut und hat, und zwar aufgrund seines Verständnisses von Leiden auf der einen Seite, auch von Ursache des Leidens und der Möglichkeit, jenseits von Leiden zu gehen und alle Wesen davon zu befreien. Und dadurch hat der Bodhisattva diesen großen Mut. Le bien de tous les êtres sensibles. Et on poursuit ce bien parce qu'on sait que c'est quelque chose de réellement possible. Und der Bodhisattva ist dabei wirklich interessiert, alle Wesen zu befreien und nicht nur sich selbst. Und das ist also dieses große Projekt eines Bodhisattvas, nämlich für sich einzusetzen für Glück und Freiheit von Leid für alle Wesen und dass dies möglich ist. Ce qui caractérise la Bodhicitta, c'est aussi une grande joie ou plaisir, un grand plaisir du Bodhisattva à œuvrer pour le bien des êtres. C'est-à-dire que quelque part qu'il va renoncer à simplement se libérer du samsara et de demeurer très 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 longtemps dans le samsara pour le bien des êtres. Et il fait ce choix d'aider les êtres parce qu'il il a plaisir à œuvrer pour le bien des êtres. Par exemple, si un bodhisattva voit qu'il peut aider un être sensible en allant par exemple dans les enfers, il le fait sans la moindre hésitation. Il y a une réelle joie, plaisir pour lui que d'œuvrer pour le bien des êtres du fait de son amour et sa compassion. Und was einen Bodhisattva auch charakterisiert, ist eine große Freude, eine große Freude daran, zum Wohle anderen zu arbeiten oder da zu sein. Das heißt, er ist nicht da, er oder sie sind nicht, ihr Ziel ist nicht, sich so schnell wie möglich von Samsara zu befreien, sondern in Samsara zu verweilen, so lange wie möglich, um allen fühlenden Wesen zu helfen. Das ist eine wahre eigene Wahl, die getroffen wird, weil diese Freude da ist, für andere Wesen da zu sein. Zum Beispiel, wenn ein Bodhisattva sieht, dass es gut ist, in die Höllenbereiche zu gehen, um jemandem zu helfen, dann wird er oder sie dies tun, aus dieser Freude heraus zu helfen, und zwar basierend auf Liebe und Mitgefühl. Parce qu'ils ont cette joie ou ce plaisir à œuvrer pour le bien des êtres, il y a évidemment une persévérance ou un enthousiasme et persévérance
dans l'activité altruiste qui est incomparable. Donc, c'est cela qui est cette joie, cet enthousiasme ou persévérance et la finalité qui est que toute la bodhicitta a pour finalité le bien des autres et soi-même apporte cela. Donc, ce sont là les caractéristiques, si je puis dire, de la bodhicitta. De la bodhicitta. En fait, there is this great joy, enthusiasm, and perseverance. Bodhicitta has a great purpose. It has this very important purpose for beings. It brings this joy, enthusiasm, and perseverance, of course. But most importantly, it brings the great result of enlightenment, which is the greatest thing that one can accomplish for oneself and for others.
If we wish to cultivate bodhicitta, it's very important to understand love and compassion and to cultivate them in a universal way, in a way that is completely impartial towards all beings without exception. Bodhicitta, this love, brings about with the Dharma, with the understanding of suffering and the origin of suffering, it gives us the ability to attain enlightenment and to aid others in attaining enlightenment. It gives us the ability to help others reach happiness. This is the goal. And in order to do this, we need to be free ourselves. We need qualities if we wish to help others. If we only have our flaws and limitations and confusion, then all we can share with others is these same things. It's very important and necessary to develop our own qualities in order to be able to help beings. And this defines relative bodhicitta, this intention, and then the application of this intention. These are the two aspects of relative or fictive bodhicitta, which we refer to as action bodhicitta, first aspiration bodhicitta, and then action bodhicitta. Bodhicitta and application. Today we looked at the meaning of bodhicitta, and up till now we have covered the meaning of bodhicitta, particularly relative bodhicitta, as well as the causes for cultivating relative bodhicitta. Tomorrow we will go into more detail concerning the question of ultimate bodhicitta. And for today, to conclude, Merci, à bientôt, à demain. Thank you.